Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, da bei den Linux-Wochen in Eisenstadt. Mein heutiges Thema ist Gatsby und es geht um statische Webseiten. Was das genau heißt, wie das genau funktioniert, werden wir jetzt in der nächsten Stunde sehen. Ich habe mir in der Vorbereitung für heute einmal kurz überlegt, seit wann komme ich denn zu diesen Linux-Wochen. Also, mein Name ist Franz Knipp, aber die letzten Jahre dabei waren, haben wir dich in diesem Hörsaal hier schon gesehen. Das ist heute das 10. Mal. Jetzt wird irgendwer durchzählen und sagen, hey, das geht sich nicht aus. Einmal war ich auch in Wien bei den Linux-Wochen vortragend. Aber sonst sieht man, dass ich fast jedes Jahr irgendeinen Vortrag da gemacht habe. Außer im Jahr 2013, da war ich offensichtlich mit der Übernahme der Lektorentätigkeit da an der Fachhochschule so beschäftigt, dass sich für die Linux-Wochen gerade nichts ausgegangen ist. Sonst, ja, auf der ersten Seite hat man es gesehen, sobald die Steuerung geht, gibt es da auch. Also, ja, ich habe eine Firma, die Firma Knipp, seit 6,5 Jahren. Wir machen Softwareentwicklung und wir haben eben dieses Gatsby in einem Projekt verwendet und eben seit 5 Jahren bin ich auch an der Fachhochschule externer Lektor. Gut. Wer die Liste da kurz durchgeschaut hat, heute kommt so ein bisschen was von dem allen vor, was ich in den letzten Jahren bearbeitet habe. Da kommt JavaScript vor, zum Beispiel im jQuery-Vortrag und bei Meteor. Bei React kommt unten vor, wir werden heute ein bisschen in SVG einsteigen, das würde zu Inkscape passen und ja, die Präsentation ist in OpenOffice gemacht. Das heißt, so eine Mixture der letzten Jahre heute verpackt in einem Vortrag. Gut, was ist Gatsby? Ich glaube, diesen Gatsby kennt jeder. G. Gatsby aus The Great Gatsby, entweder als Film oder vielleicht hat es auch jemand gelesen, aber heute geht es um ein anderes Gatsby. Heute geht es um dieses Gatsby. Und dieses Gatsby ist ein Generator für statische Webseiten. Mit ganz vielen neuen Technologien. Also alles das, was in den letzten 2, 3, 4 Jahren aufgekommen ist im Bereich Webentwicklung, ist da hineingepackt worden. Das Schöne ist, das steht unter MIT-Lizenz als Open Source zur Verfügung und das gibt es eben jetzt seit über 2 Jahren. Gut, statische Seiten, kann man sich die Frage stellen, wozu? Wer von euch ist im Bereich Web-Applikationsentwicklung tätig? Doch, 2. Wer hat schon was damit gemacht oder ein bisschen sich zusätzlich oder abgesehen davon beschäftigt? Doch, Benutzer sind wir alle, gell? Also wer von euch hat noch keinen Browser verwendet? Ja. Wozu? Wozu baut man statische Webseiten? Wir wollen ja dynamisches Web machen. Aber wozu statische Webseiten? Wer hat eine Idee? Wo könnte der Vorteil sein? Bitte, Robert. Wenn man keine dynamischen braucht. Wann braucht man keine dynamischen? Denn es müssen nicht einmal einfache Inhalte sein, aber viele Webseiten, denen wir so tagtäglich begegnen, sind statische Webseiten. Ich glaube, orf.at ist nach wie vor die meistgesehenste Seite in Österreich, ist an sich eine statische Webseite. Da gibt es nicht viel dynamisch. Ja? Da ändert sich nicht durch einen Benutzer der Content oder so, sondern die Nachrichten bleiben circa immer dieselben. Wurscht, wer es anschaut. Ja. Was haben statische Webseiten für Vorteile? Schnell, genau. Es fällt einmal weg, eine statische Webseite muss nicht erst am Server erzeugt werden, wenn die Anfrage reinkommt. Haben noch andere Vorteile. Wenn sich die Seite nicht verändert, kann ich sie verteilen. Ideal für ein Content Delivery Network. Und damit kann man schnell darauf zugreifen, auf irgendeinen Cache, der irgendwo näher zu einem liegt, als wie der erzeugende Server. Und ein dritten Vorteil, finde ich, ist die Sicherheit. Diese Seite, die hat keine Mechanismen, dass sie verändert werden. Ja, da gibt es keine
WordPress-API, über die man da hineingehen könnte und Seiteninhalte verändern könnte, wenn man lang genug das Root-Passwort erraten hat, so in der Art. Das kann da bei einer statischen Seite nicht passieren. Das sind keine veränderlichen Inhalte. Hat damit gewisse Vorteile, solche statischen Webseiten. Sind auch super für Suchmaschinen, ja, weil die kommt die Seite und sie ist schnell. Und der Suchmaschine bewertet eine Seite, die schneller kommt, besser als wie eine, die lange braucht. Gut, aber so ein Static Site Generator, das ist nichts Neues. Ja, das gibt es schon lange. Und interessanterweise, so die Welt dreht sich mehr um die Sonne und so drehen sich manche Themen in meinem Leben immer wieder, habe ich vor fast 20 Jahren bei einem Open-Source-Projekt auch ein bisschen contributed und sonst halt das intensiv verwendet. Das hat damals Website Meta Language geheißen und war auch die Aufgabe, aus irgendwelchen Inhalten statische Webseiten zu generieren, die man dann auf einem Server gestellt hat, die dann dargestellt worden sind. Und dieses Website Meta Language hat einen interessanten Autor, den Ralf S. Engelschall, ein Deutscher, und ich bin mir sicher, dass er von dem schon alle in irgendeiner Art und Weise mal Software verwendet hat, weil der hat beim Apache einige Module geliefert, er hat im OpenSSL-Projekt mitgearbeitet und so weiter. Und so, der hat sich ganz toll weiterentwickelt mit den Projekten, die er gemacht hat. Gut. Das ist jetzt nichts Neues. Was allerdings schon neu ist, sind die Technologien, die da zum Einsatz kommen. Zum einen haben wir React, das habe ich letztes Jahr schon als Teil von meinem React Native Vortrag vorgestellt, ist ein Webframework, um Komponenten zu bauen. Und das wurde von Facebook entwickelt und unter eine Open Source Lizenz gestellt. Und es ist in den Web-Frameworks eindeutig das beliebteste, wenn man jetzt die Sternchen bei GitHub als Ranking nimmt. Das heißt, hat schon eine gewisse Größe. Wie das ausschaut, das ist da unten zwar ein kleines Beispiel, aber das werden wir nachher live sehen. Die andere Technologie, die zu Einsatz kommt, ist zufälligerweise auch von Facebook und nennt sich GraphQL. Das ist so eine Abfragesprache. Wer von euch, gut, zwei Webentwickler sind da, wer von diesen hat schon mit einer REST API gearbeitet oder eine zur Verfügung gestellt? Na, doch einer. Wenn man sich überlegt, wie so eine Schnittstelle funktioniert, ist die so, da schicke ich von meinem Client aus eine Anfrage hin und der Server antwortet. Na gut, der Teil ist einmal klar. Im Regelfall kann ich aber nicht sagen, was ich genau vom Server haben will, ja? Sondern ich sage ihm, bitte schick mir alle Blogposts. Ja? Und der Server antwortet mit einer Liste aller Blogposts. Das kann dazu führen, manchmal möchte ich nur den Titel und den Link wissen und der schickt mir aber auch noch ein Exzerpt mit, der schickt mir noch ein Vorschaubild mit, whatever, ja? Was ich gar nicht brauche. Das ist der eine Fall. Jetzt kann sein, ich schicke dir einen Query an den Server und dann bekomme ich mit diese Liste von Blogposts und dann stelle ich fest, jetzt möchte ich eigentlich von jedem Blogpost auch noch das Bild vom Autor haben. Und was mache ich dann? Dann starte ich noch einmal über die REST API für 15 Blogposts, 15 Abfragen, bitte schick mir das Bild vom Autor. Das ist alles mächtig kompliziert, ja? Also im Sinne von, da geht viel Zeit drauf, bis die Daten auch bei mir sind, weil dann habe ich in Summe schon 16 Anfragen gemacht, auf die ich warten musste, etc. Und GraphQL wurde entwickelt, um diese Problematik ein bisschen zu beheben. Und zwar dahingehend, dass man schon bei der Anfrage, wenn man eine GraphQL-Anfrage stellt an einen Server, mitschickt, welche Daten möchte ich eigentlich. Und genau diese Daten kommen zurück. Und ich kann auch mehrere Anfragen zusammenpacken und gleichzeitig wegschicken und der Server antwortet mir dann auf einmal mit diesen und ich muss nicht warten, bis die erste fertig ist, dass ich die zweite hinschicken kann, etc. Das sind die Vorteile und ja, ist von Facebook für seine eigenen Produkte entwickelt worden und erfreut sich inzwischen auch größerer Beliebtheit. Es ist eine Abfragesprache, es gibt von Facebook selbst eine Implementierung, das sogenannte Relay, aber es gibt auch schon andere Open-Source-Implementierungen, zum Beispiel Apollo. Und Apollo ist von der Meteor Development Group, wo auch die Sprache Meteor herkommt. Das
sieht man an diesem T-Shirt. So, und wer sich dafür interessiert, findet auch da den Link. Gut, und eine dritte neue Technologie ist in Gatsby eingebaut und der große Vorteil ist, davon spürt man nichts. Webpack ist super, ja? Das erlaubt eine Developer Experience, die sich gewaschen hat. Aber man weiß gleichzeitig, so ein Webpack selber aufsetzen, nee, das ist viel zu mühsam. Der große Vorteil, man merkt in keiner einzigen Sekunde, dass das da eingebaut ist. Was macht das eigentlich? Es ist ein sogenannter Bundler. Ja? Wir haben heute in unseren Projekten nicht mehr eine HTML-Datei und eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei, sondern wir haben viele CSS-Dateien, wir haben viele JavaScript-Dateien, wir haben viele auch andere Assets. Und Webpack bündelt die zusammen in wenige Dateien. Weil wenn Sie schon einmal reingeschaut habt in die Developer Toolbar Network Tab von eurem Browser, dann seht ihr bei manchen Webseiten, dass da 70 Dateien geladen werden. Weil er halt da ein Framework, von dort was holt, von da. Und das macht in Summe die Performance nicht besser. Und geschickter ist es, wenn das alles, das was man braucht, in eines gepackt ist und dieses Zusammenpacken wird eben von Webpack erledigt. Gut, jetzt haben wir unsere Ingredienzien schon kurz einmal gehört und jetzt möchte ich mit euch live einen kleinen Blog entwickeln. Achso, eine Seite übersehen. Ja, jetzt haben wir gehört, woraus Gatsby besteht, was selbst verspricht Gatsby. Sie sagen, sie machen es die schnellstmögliche Webseite und das werden wir nach dem praktischen Teil, zeige ich euch eine Webseite, die wir entwickelt haben, kurz einmal präsentieren, wie das gemacht ist und warum das auch wirklich schnell ist. Und das Schöne ist bei Gatsby, man ist nicht auf eine Datenquelle limitiert, sondern es gibt eine ganze Reihe, auch schon Content-Management-Systeme, die für diese Art von Verwendung ausgerichtet ist. Das heißt, es können Dateien am Dateisystem sein, so wie in dem kleinen Tutorial, welches wir durchmachen. Das können aber auch andere Systeme sein und es gibt eben Content-Management-Systeme, sogenannte Headless-Content-Management-Systeme, die kein Frontend mehr haben. Das ist nur mehr ein Content-Management-System. Und der Frontend wird dann von Gatsby oder von anderen Generatoren abgeholt und in der Seite dargestellt. Da gibt es einen Netlify CMS zum Beispiel. Dort liegen die Daten in einem Git-Repository, das heißt, man braucht ein Git-Repository, das Netlify CMS läuft im Browser, das verbindet sich zu diesem Git-Repository und so funktioniert dann, so kann man dann die Daten bearbeiten und das werden dort in diesem Git-Repository automatisch, also abgelegt über dieses CMS. Und sowas kann verwendet werden. Und damit man nicht mehr viel selber implementieren muss, es gibt über 250 Module schon für alle möglichen Aufgaben. Damit kommt man relativ schnell weiter. Gut. Schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Geht soweit? Gibt es irgendwelche Fragen? Nicht. Gut. Wie startet man ein Projekt? Typischerweise, indem man sich... Das Fenster ist so modal, dass es weggeht. So. Indem man ein Terminal hat und diesen Terminal arbeitet man. Wie installiert man Gatsby, nachdem das ein Node-basiertes System ist, mit dem Node Package Manager NPM? Ich gehe davon aus, den hat man dann schon mal installiert und dort installiert man einfach ein globales Paket und das nennt sich Gatsby CLI. Hoffe ich auf ein schnelles Netzwerk. An sich ist eh alles schon einmal da, aber er muss trotzdem einmal alle Metadaten holen, dass er weiß, es ist alles da. Und in der neuesten Version da. Ja, warum schlägt das fehl? Klarerweise, wir müssen ein Sudo machen. So. Ich möchte es ja global installieren. Updated One Package. Sie haben ein Update bekommen. Und der zweite Schritt ist, dass ich mein Projekt anlege.
geht mit dem Befehl Gatsby, New, für ein neues Projekt. Und dann gebe ich diesem Projekt einen Namen, Linux-Wochen Eisenstadt. Das braucht jetzt auch wieder eine Zeit lang. Jetzt muss er vom Git holt er sich den Starter. Ja, da gibt es schon fertige Pakete, sodass man nicht dort starten muss, wo wir jetzt starten, sondern wenn einer sagt, wenn er sich diese Starter-Pakete anschaut und er sagt, hey, das wäre perfekt, das hat schon eine WordPress-Integration. Man kann zum Beispiel auch WordPress dann als Headless CMS verwenden, wo die Inhalte drinnen sind. Oder das hat schon die Integration und das hat dieses Feature und ich möchte das haben, dass das auch offline auf meinem Handy läuft, diese Seite, etc. etc. Dafür gibt es fertige Pakete und da gibt es schon fertige Starter, die das schon implementiert haben, mit SEO-Optimierungen und whatever. Ja. Wir haben jetzt den Default-Starter und der ist nicht besonders groß. Ich gehe jetzt in das neu geschriebene Verzeichnis, Linux-Wochen _ Eisenstadt und starte da die Idee meiner Wahl. Das ist in dem Fall Visual Studio Code von Microsoft, ist aber Open Source. Und das werde ich jetzt auch ein bisschen größer machen, damit ihr mehr besser mitlesen könnt. Ist auch derzeit so quasi unter den Editoren das, was am beliebtesten ist. So, gut, und hier sehen wir schon unsere Verzeichnisstruktur, mit der wir arbeiten. Man kann in diesem Editor auch ein Terminalfenster einbauen, das integrierte Terminal, das ist da unten. Und wenn ich jetzt da Gatsby Develop eingebe, dann startet der Gatsby und erzeugt mir meine Seite. Gut, die wollen wir uns anschauen. Noch ein bisschen müssen wir noch warten, dann steht dort die URL und dann sehen wir unsere Seite. So, unter Localhost 8000 können wir unsere Seite nun ansehen. Was ist, wenn ich jetzt noch eine Seite hinzufügen will? Gehen wir ganz kurz, da links sehen wir unsere Struktur und das wichtigste Verzeichnis für uns ist das Source-Verzeichnis. Dort drinnen arbeiten wir. Da gibt es ein Verzeichnis Pages und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Seite hinzufügen, sage ich Plus und nennen wir sie da, damit sie in der Nomenklatur passt, Page-Free.js. So, jetzt ist da mal eine leere Seite. Wir haben schon gesagt, das basiert auf React, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir dort eine Seite haben wollen, müssen wir mit React arbeiten und das können wir relativ leicht, indem wir da jetzt eine Seite machen und die braucht nur jetzt eine Komponente zurückgeben. Board Default. Also das kann man sich sogar sparen. So. Also jetzt nur eine Seite mit einer Überschrift, zweiter Ordnung und sage, hallo, Eisenstadt. Damit das Ganze noch schön formatiert ist, so. Das ist fertig und wenn ich jetzt dahergehe und sage, Page Free, habe ich hier meine neue Seite. Und wenn ich jetzt drauf komme, hey, ich möchte ja noch was ergänzen, speichert das, dann ist das in der Sekunde im Browser. Das heißt, ich brauche da nie Reload drücken oder so, sondern das geht vollautomatisch. Und das geht in fast allen Schritten so von alleine. Das ist einer der Vorteile von das Webpack im Hintergrund ist. Gut. Das ist einmal der erste Schritt. Man könnte sagen, ja, im normalen Texteditor geht es schneller, aber wenn wir die nächsten Schritte machen, dann kommt dieser Punkt, wo es sich dann auszählt, dass man so eine die Technologie verwendet. Ja, bitte? Wir können die Seiten anzeigen vom Webbrowser.
Natürlich. Natürlich, natürlich. Wir sind jetzt im Development-Modus, das heißt, da ist der Seitenquelltext, der am Anfang übermittelt wird, vermutlich eher wenig. So. Man kann da wahrscheinlich rechts scrollen und da wird er, macht er eine WebSocket-Verbindung auf und startet irgendein JavaScript und Ende. Ja. Das ist aber jetzt der Development-Mode, das heißt, die generierte Webseite sieht komplett anders aus. Es wird auch, wenn ich es nicht markiere, viel besser. Ja? Also sagen wir, das interessiert uns nicht, das funktioniert einfach. Natürlich bei der generierten Webseite sieht das ganz anders aus und dort sind dann die Stärken von Gatsby und dazu kommen wir noch. Man sieht also, man kann da einfach Änderungen machen und die kommen automatisch da rein. Jetzt haben wir diese Struktur da auf der linken Seite und sehen einfach, wenn wir Pages hinzufügen, sind die da. Das ist irgendwann einmal unpraktisch, weil jetzt hätte ich gerne eine Navigation oder so. Und außerdem, woher kommt denn da oben dieser Teil? Da ist so eine Überschrift, da steht Gatsby Default Starter. Da soll auch Linux-Wochen Eisenstadt stehen. Dann kommen wir jetzt schon in den Bereich, wo wir die erste Datenbankabfrage so im Hintergrund brauchen. Weil wir haben ja da auch ein anderes Verzeichnis, da steht Layouts und da gibt es eine Indexdatei drinnen. Und in dieser Indexdatei wird diese Seite, die da dargestellt ist, definiert. Und da sehen wir da unten so einen Query. Ja? Und woher diese Queries kommen, möchte ich euch ganz kurz zeigen, weil wenn wir da unten schauen und da hat es irgendwo, hat er mal geschrieben, hey, da gibt es GraphQL, ein Im-Browser-IDE, na dann werden wir uns die mal anschauen. Die ist ebenfalls unter Localhost 8000 und dann mit 3 Underscores und nachher GraphQL. Da kommt so ein etwas, mit dem kann man seine Abfragen machen. Da ist noch von mir eine alte Abfrage drinnen, die funktioniert sicher derzeit nicht. Zur Erklärung hier im linken Fenster schreibt man die Abfrage, hier kommt das Ergebnis und da rechts ist der Documentation Explorer. Das heißt, GraphQL bringt seine, ohne dass man was damit mit, seine Dokumentation mit. Das ist im Hintergrund eine typisierte Sprache, also es ist alles typisiert, sodass man, sodass der GraphQL-Server weiß, was er liefern kann und beziehungsweise auch welche Abfragen möglich sind. Man kann also das browsen und dann sieht man hier schon alle möglichen Abfragen, die momentan zur Verfügung stehen und eine davon betrifft die Site und dort gibt es die Site-Metadata und so eine Abfrage kann man dann so aufbauen. Es gibt hier im Übrigen mit Steuerung Clear so ein, jetzt Microsoft sagt IntelliSense dazu, wie heißt das? So eine Autocomplete-Funktion und da sieht man, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich kann zum Beispiel eine Query auf die Site machen und dann dort in die Site-Metadata, da schlägt es gleich vor, das ist praktisch, und dort den Title. Und jetzt möchte ich meinen Query ausführen lassen, das heißt, ich drücke da oben auf Play und dann sehe ich, ah, okay, diese Information kommt aus den Metadaten. Gatsby Default Starter, das, was da oben steht. Gut, dann möchte ich diese aber jetzt ändern und dann kommen wir damit zur Konfigurationsdatei von Gatsby. Das ist diese Gatsby-Config.js. Ich meine, es heißt eh alles, so was es tut. Da gibt es eben eine Zeile und da steht Gatsby Default Starter drinnen. Da schreibe ich jetzt rein, Linux Wochen Eisenstadt, speichere das. Ja. Lass das noch einmal laufen und da steht jetzt Linux Wochen Eisenstadt. Und wenn ich auf meine Webseite schaue, steht da Linux Wochen Eisenstadt. Also jetzt haben wir nicht mehr direkt in der Seite was verändert, sondern jetzt haben wir in der Datenquelle was verändert. Und auch da, ohne dass ich jemals Reload drucken musste, ist diese Änderung im Browser erschienen.
Und diese Daten kann man natürlich auch selber nutzen. Das heißt, wir könnten in unsere Seite hergehen und sagen, hey, ich möchte auch einen tollen Query verwenden. Export const query und dann muss ich so ein komisches, muss ich GraphQL schreiben, dann muss ich ein Backtick machen. Ja. Die neuen Strings, die es da gibt in JavaScript seit 2015 circa. Und am einfachsten ist es, wenn man diese Queries hier entwickelt, testet, wenn es da keine Fehler mehr gibt, kann man die übernehmen. Und jetzt habe ich da die Daten von diesem Query, also diesen Query, und die kann ich da oben jetzt abfragen. Wer von euch hat sich schon mit React beschäftigt? Macht nichts. Ihr tut das jetzt alle gemeinsam mit mir. Wer von euch ist mit dieser JavaScript-Syntax schon vertraut? Es ist eben seit ES6 oder ES2015 hat sich die Syntax derart weiterentwickelt, dass es nicht mit dem vergleichbar ist, was man in vielen JavaScript-Bibliotheken noch wiederfindet mit Function und so weiter. Ja, Function kommt gar nicht vor. Ihr werdet den ganzen Tag keine Function finden, weil da macht man jetzt ist größer. Ja. Gut, und jetzt habe ich diese Daten da und jetzt möchte ich mir diese Daten anschauen und möchte euch auch gleich was anderes zeigen. Ihr kennt das, normalerweise baut man dann irgendwo so ein Konsole-Log ein, also die schon das gemacht haben. Und natürlich funktioniert das. Und wenn ich jetzt auf diese Seite gehe und in die Developer-Toolbar gehe und in die Konsole gehe, dann werde ich dieses Logging irgendwann finden. Erwarte ich. Ah, warum findet man es nicht? Weil man es erst nach einem Reload findet und er schreibt mir eine Fehlermeldung. Warum schreibt er eine Fehlermeldung? Wenn ich eine Abfrage mache, muss ich dir einen Namen geben beim Gatsby. Nenne ich jetzt Page Free Query, speichere das und ich muss jetzt nur den Gatsby im Development Mode noch einmal starten. So, irgendwann lädt das neu und wir sehen jetzt, da ist jetzt ein Objekt gekommen. Und tatsächlich, da gibt es ein Data-Objekt mit Site, Metadata, Title. Ich weiß jetzt nicht, sieht man das? Man kann es ja ahnen, okay? Jetzt ist es vielleicht spurbesser lesbar. In Wirklichkeit möchte man aber als Entwickler gar nicht da so rüberwechseln und in die Developer-Toolbar gehen. Da gibt es schon was Praktischeres. Ich könnte ja da drinnen einen Breakpoint setzen und in dem Fall in der IDE, im Editor, diese Variablen auswerten. Das möchte ich ganz kurz herrichten, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt jetzt, um die Entwicklung von Webanwendungen noch zu vereinfachen. Dazu werde ich das ganz kurz einrichten. Es gibt da so diesen Debugger, der wird gleich schreiben, okay, ich soll eine Umgebung auswählen, in meinem Fall ist das der Chrome, dann gibt er mir die Möglichkeit, dass ich die Konfiguration bearbeite. Ich weiß, die Seite ist auf 8000 und weil ich den Open Source Chrome, sprich Chromium verwende, muss ich ihm dazu sagen, wo liegt, weil sonst funktioniert das nicht, sonst kann er nicht aufrufen. Das heißt, ich schreibe dahin, da ist unter User bin Chromium Browser. Und dann möchte ich nicht, dass er da meine Chrome Session mit 47 offene Tabs lädt, sondern eine ganz eigene für den Debugger lädt. Das heißt, ich gebe dem noch das User Data Dir Attribut mit und das lege ich einfach irgendwo ins Scope, dem Verzeichnis hinein. So, jetzt ist meine Launch.json, wie sie heißt, geschrieben und wenn ich jetzt auf Debuggen starte drücke, sollte ein Chrome-Fenster aufgehen. Und jetzt können wir da die Seite laufen haben und der
Debugger läuft aber im Editor. Wenn ich da jetzt Page 3 mache, sehe ich gleich da, der ist jetzt stehen geblieben. Und ich kann jetzt genauso, wie ich es gewohnt bin, von einer anderen Idee mir zum Beispiel die Variablen anschauen. Ich habe da eine Data-Variable und die kann ich jetzt, es ist ein bisschen wenig Platz in dem Bimo-Bild, so, die kann ich mir jetzt direkt da in der IDE anschauen. Das heißt, man erspart sich das Rüberhupfen, dort wieder was und so weiter. Man setzt seine Haltepunkte dort, wo man programmiert und wertet die Daten zu dem Zeitpunkt aus und kann da auch durchsteppen etc. In dem Fall will ich ja nur die Daten anschauen. Und kann das natürlich verwenden. Und damit das Ganze dann in eineinhalb Wochen in Wien auch funktioniert, könnte ich jetzt sagen, da baue ich jetzt meine Daten ein. Und auch da hilft es, dass ich den Query da gleich daneben habe, weil ich kann aus dem Query herauslesen, wie meine Daten ausschauen werden. Ja, das heißt, unter Data, Site Metadata.title ist diese Information gespeichert und wenn ich jetzt darüber schaue, steht jetzt Dingswochen Eisenstadt, so wie ich es in den Metadaten abgelegt habe. Bis daher, soweit alles klar? Dann möchte ich mit euch den. Ja, bitte. Wie kommt das Query in den Default Export rein? Gar nicht. Also bei den JavaScript-Modulen ist es einfach so, man kann ein Modul exportieren. Man kann ein Export-Default machen, so wie da oben. Und wenn ich das woanders importieren wollen würde, ja, sage ich, okay, zum Beispiel import page 3 from page 3.js. So heißt diese Datei, ja. Macht jetzt da keinen Sinn, weil ihr selbst importieren würde. Und dann wäre der Default-Export unter Page-Free drinnen. Und wenn ich den Query haben will, müsste ich so schreiben zum Beispiel. Jetzt hätte ich den Query drinnen. Das heißt, man kann in einem JavaScript-Modul sowohl einen Default-Export haben, als auch benannte Exporte. In diesem Fall mit diesem GraphQL-Query ist es sogar was Besonderes. Der wird nämlich gar nicht auf JavaScript-Ebene ausgewertet, sondern wird schon vorher raus extrahiert aus dem Quellcode und intern verarbeitet. Davon merkt man nur nichts. Ja? Aber wenn jetzt jemand aus der JavaScript-Entwickler-Welt kommt, dann würde er ja anmerken, hey, dieses GraphQL ist an keiner Stelle definiert. Ich habe oben kein Import GraphQL oder irgendwas gemacht. Das ist, weil es eben verschwindet, bevor es weiterverarbeitet wird. Also es wird schon im Auslesen wird das schon rausgenommen und getrennt verarbeitet und an einer anderen Stelle wieder eingebaut. So, jetzt habe ich euch gezeigt, auch wie das Debuggen funktioniert und wenn wir unseren Blog anschauen, ist er ja noch ein bisschen zäh. Ja? Ich meine, wer will denn auf die Art und Weise seine Blogbeiträge verfassen? Ich meine, geht. Für die Leute, die gerne JavaScript schreiben oder beziehungsweise die gerne HTML direkt editieren, wäre das eine gute Möglichkeit. Aber es gibt geschicktere Möglichkeiten, wenn man jetzt Texte eingeben möchte. Und ein sehr beliebtes Format dafür ist das sogenannte Markdown-Format. Und jetzt möchte ich mit euch in den nächsten Minuten die Schritte durchgehen, dass ich auch solche Markdown-Dateien einbauen kann. Viel Zeit habe ich eh nicht mehr. Aber möchte ich ganz kurz und vor allem relativ schnell mit euch das durchgehen. Dazu brauche ich dann schon die ersten Plugins. Man unterscheidet bei den Plugins zwischen zwei Typen. Es gibt Source-Plugins und Transformer-Plugins. Ein Source-Plugin fügt eine neue Datenquelle dazu und ein Transformer-Plugin erlaubt dann die Änderung dieser Datenquellen. Alle diese Datenquellen, die man da dazu baut und auch was die Transformer erzeugen, kann man sich auch in diesem GraphQL anschauen. Das heißt, alle Daten laufen prinzipiell über diesen GraphQL-Layer. Es gibt keine anderen Daten in dem System. Damit das funktioniert mit so einem Source-Plugin, installiere ich jetzt zwei Plugins. Das erste ist, damit mir das Dateisystem
verwenden können. Das ist da unten npm install-s für save Gatsby Source File System. Und dann möchte ich noch ein zweites installieren. Das heißt, ist ein Transformer Plugin für Markdown Dateien. Das nennt sich Gatsby Transformer Remark. Und während das installiert, öffne ich schon einmal die Konfigurationsdatei, weil da erkennt man schon, da steht Plugins, das heißt, irgendwo muss man die Plugins ihm dann auch sagen. Die werde ich daher gleichzeitig hier konfigurieren. Das ist eine Liste von Plugins, also JavaScript-Liste, erkennt man ja eh. Und bei Plugins, die Optionen haben, muss man die so hinschreiben, Resolve, und jetzt muss ich herschreiben den Namen des Plugins, das ist Gatsby Source File System. Und dann kann ich hier auch Options angeben, und das ist in dem Fall notwendig, weil sonst weiß er nicht, in welchem Verzeichnis er überhaupt nach Dateien suchen soll. Das heißt, ich sage Name ist Source und der Path ist, und jetzt Vorsicht, muss ich wieder Packtix verwenden, sonst funktioniert nämlich die nächste, dieser Eintrag mit dem Dirname nicht. So, und jetzt hätte ich gesagt, okay, da ist das erste Plugin, das zweite Plugin hat keine Optionen, da brauche ich nur Gatsby Transformer Remark eingeben und das ist auch da. Speichere ich meine Konfigurationsdatei und starte meinen Gatsby neu, nachdem jetzt alles geladen ist, und jetzt sollte es ein neues Feature geben. Wo erkenne ich gleich, dass was Neues dazugekommen ist? Wenn ich in den GraphQL wechsle und da ein Reload mache, dann sehe ich, dass es da jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt. Unter anderem gibt es da Files und Directory und All File und All Directory und so weiter. Also das merkt man schon, das sind die neuen Datenquellen, sind da schon angekommen. Und sobald ich auch so eine Markdown-Seite angelegt habe, gibt es auch die Datenquelle dafür. Das heißt, ich gehe wieder zurück und lege direkt unter Pages eine neue Seite an. Die nenne ich jetzt Willkommen, Dateiendung MD. Diese bekommt am Anfang, das wird Front Matter genannt, das sind so drei Minuszeichen, da kann ich schreiben, Titel, jetzt auch in Markdown. Und jetzt kann ich da unten in der Markdown-Syntax schreiben, wer von euch hat schon mit auf GitHub irgendwas gemacht einmal? Ah, doch ein paar. Dann ist man mit dieser Syntax halbwegs vertraut. Also das sollte einem das jetzt bekannt vorkommen. Zum Beispiel so. Gut. Jetzt, man sieht, er hat da unten erkannt, dass seine Datei sich ändert. Damit aber die Änderung auch ankommt, weil das ist die erste Datei gewesen und damit dieses Transformer-Plugin auch quasi seine Datenbank im Hintergrund hat, musste ich das neu starten. Und wenn wir jetzt da reinschauen, finden wir jetzt auch da von All Markdown Remark so eine Seite. Gut, jetzt haben wir hier einmal unsere Seite gebaut und jetzt müssen wir ein bisschen mehr damit machen, damit das auch dargestellt wird. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Innereien. Leider ist es nicht automatisch da, sondern da müssen wir ein bisschen was konfigurieren und es gibt da diese Gatsby.js-Dateien, diese vier, und also ich habe weder die Browser noch die SSR.js bisher gebraucht, aber die Config und die Node.js auf jeden Fall. Also die Config haben wir vorgearbeitet, jetzt sind wir in der Gatsby Node.js. Und dort müssen wir jetzt zwei Schritte machen. Der erste ist, wir können dort auf diese Daten zugreifen, aus diesen
GraphQL-Query und wir erweitern den, sodass bei jedem von diesen Artikeln, die wir in Markdown gespeichert haben, auch der Pfad irgendwo drinnen steht. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit mit All Markdown Remark. Das ist eine Struktur, an die muss man sich einmal gewöhnen. Und zwar, wenn man sich anschaut, was es da für Möglichkeiten gibt, spricht er da eben, es heißt ja GraphQL, ja, und man weiß, Facebook, das stellt Beziehungsgraphen dar, ja, in seiner Datenbank. Und deswegen heißt es da auch dann Kanten, und Kanten haben Knoten. Und das hat nämlich den Vorteil, ich kann zum Beispiel auch einfach abfragen, wie viele gibt es in Summe in derselben Abfrage. Ich kann sagen, wie viele Kanten gibt es sozusagen, wie viele Artikel gibt es. Und dann kann ich mir die Inhalte der einzelnen Artikel über diese Edges und Node-Struktur zurückgeben. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, ich wünsche mir von jedem aus dem Front-Matter, das ist das, was wir oben geschrieben haben, den Titel zurück. Auch andere Möglichkeiten, die man da sieht, also das so, man könnte den absoluten Pfad zum Beispiel anschauen, das Excerpt, das ist noch leer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ah nein, ist auch da schon befüllt, also man sieht jetzt da dass die Daten, die ich abgefragt habe, und so kann ich eine Liste von allen meinen Seiten, von allen meinen Blogseiten erzeugen. Damit diese im Pfad auftauchen, gibt es immer zwei Schritte. Das erste ist, ich erfinde für jeden von diesen Artikeln einen Pfad, unter dem der aufzurufen ist. Und im zweiten Schritt baue ich für diese Pfade Seiten. Die muss ich eben programmatisch anlegen in diesem Gatsby Node.js. Das machen wir jetzt noch ganz, ganz schnell, ja, damit ihr es gesehen habt. Und dann schauen wir uns noch das große Projekt an, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen, der heute auch gekommen ist, gemacht habe. Als erstes brauche ich ein bestimmtes Pfad, einen bestimmten Befehl, der ist mitgeliefert bei diesem Paket Gatsby Source File System, nämlich Create File Path. Und dann gibt es so bestimmte Kommandos, und die sind eben in der auf der Website erklärt, welche APIs da gibt. Ich mache das Fenster größer, dann sehen wir mehr. Da gibt es nämlich so eine Möglichkeit, dass man jedes Mal, wenn ein Knoten also erzeugt wird, dass ich auch irgendwas ausführe. Und das mache ich jetzt in dem Fall. Da bekomme ich den Knoten übergeben, dann gibt es eine eigene Funktion getNode, die wird damit übergeben, und dann gibt es die sogenannten Bound Action Creators. Da sind alle Operationen drinnen, die es mir Gatsby zur Verfügung stellt. Von diesen Bound Action Creators brauche ich die Funktion createNodeField, die holt man sich da so raus. So. Und jetzt möchte ich einfach zu jedem Knoten, der ein Markdown-Dokument repräsentiert, das wird über diesen Internal Type repräsentiert, wenn der nämlich Markdown-Remark ist, dann soll mit diesem Knoten noch was Besonderes gemacht werden. Da gibt es Slug, das ist so die Abkürzung für ein Element vom Pfad, in Kurzform vom Pfad, den ich erzeugen kann mit den Daten, die ich da habe, mit dem Knoten. Da brauche ich diese getNode-Funktion, muss ich da rein mit übergeben, und dann sage ich der PacePath for Pages. Was mir das erzeugt, da kommt eigentlich nur zurück, dann zum Beispiel bei meiner Datei willkommen MD kommt willkommen zurück. Das hätte man vielleicht auch mit einer anderen Funktion generieren können. Die ist schon dafür gebaut, dass sie auch mit Sonderzeichen etc. ein bisschen umgehen kann. Auf jeden Fall erzeugt mir diese Zeile fürs Erste nur einmal
einem Pfad. Also wenn ich das ausgebe und Gatsby neu startet, dann steht irgendwo in diesen Zeilen, wenn er das nämlich durcharbeitet, an irgendeiner Stelle da dieses Slash willkommen. Ja, das ist halt da gerade in diese Zeile dort hineingerutscht, aber das ist der Output von dieser Konsole-Log. Und jetzt kann ich nämlich die bestehenden Knoten erweitern, also umgekehrt, ich kann ein Feld noch hinzufügen zu diesem Knoten und ich nenne dieses Feld einfach Slug und der Wert dieses Feldes soll eben der Inhalt sein, den ich davor gehabt habe. Immer wenn man bei diesen Dateien eine Änderung macht, muss man Gatsby neu starten, damit er das durchführt, weil diese Sachen werden nicht on the fly gemacht, aber dort ändert man auch nicht so oft etwas. Ich kann das jetzt im GraphQL auch schon anschauen, dass ich jetzt plötzlich noch ein Feld dabei habe, welches sich Slug nennt. Ich nicht, ich wollte ein Enter machen. Und wir sehen, okay, da gibt es jetzt ein Feld und das ist Slug. Das heißt, der erste Schritt war, das abzuspeichern, das ist erfolgreich erledigt. Jetzt müssen wir noch eine Seite dafür anlegen. Das geschieht ebenfalls in dieser Datei. Da kann man nämlich auch sagen, bitte erzeuge neue Seiten und das geht eben, indem ich in Export Create Pages eine Funktion übergebe und die wird asynchron sein. Da brauche ich dann GraphQL, damit ich was abfragen kann und auch wieder diese Bound Action Creators, die wir schon vorher hatten. Von diesen Bound Action Creators brauchen wir die Create Page Funktion und dann haben wir hier unseren Query und diesen Query, wo wir eigentlich zum Page erzeugen nur diesen Teil brauchen. Der funktioniert auch, wenn ich ihn ausführe, funktioniert das. Den führe ich da drinnen aus. Und auf den muss ich warten, der wird eben asynchron ausgeführt, deswegen habe ich das oben schon sagen müssen, hey, das ist asynchron. Wer mit diesen Backticks noch nicht gearbeitet hat, die haben den Vorteil, damit kann man in JavaScript endlich mehrzeilige Strings machen. Und jetzt sind diese Daten da und jetzt muss ich halt für jede Seite, die da drinnen ist, eine Seite anlegen. Und nachdem ich da jetzt auch noch ein Template anlegen müsste, glaube ich, komme ich jetzt ein bisschen in die Zeitnot. Sollen ja die Vorträge danach auch noch funktionieren. Es gibt ein Tutorial auf der Gatsby-Seite, dort kann man das Stück für Stück komplett anschauen. Da sind Teile davon jetzt ziemlich ähnlich herausgenommen worden. Die weiteren Schritte wären, dass ich jetzt dann noch das Create Page aufrufe. Das habe ich schon geholt, eben für jede Seite, die da zurückkommt, indem ich über das iteriere und das aufrufe. Und in der Sekunde, wo es nämlich eine Page ist, hat es eine URL und wenn es eine URL hat, kann ich es im Browser aufrufen. Dafür brauche ich noch diesen Zwischenschritt, warum ich Create Page brauche. Und man muss bei einer Page dazu sagen, auf welcher Vorlage diese Seite aufgebaut werden soll. Und das heißt, man muss auch noch eine Vorlage im Verzeichnis Templates anlegen. Man kann mit diesen Queries auch dann die Übersichtsseite bauen, das heißt, man macht wieder so ein GraphQL-Query, da kriegt man dann alle Seiten zurück, so ähnlich wie ich es da mache, und baut dann einfach Links zu diesen Seiten. Und so hat man dann seine Übersichtsseite auch gebaut. Ihr findet auch in der Präsentation alle Code-Snippets, das heißt, diese Präsentation werde ich dem Peter zuschicken, er stellt sie dann auf die Linux-Wochenseite, ihr könnt es dann noch im Detail durchspielen. Dann
möchte ich die letzten Minuten noch nutzen, um zu zeigen, wie dann so ein fertiges Projekt aussieht. Ein Projekt, das für die Arbeiterkammer Burgenland entstanden ist, wo so, das schaut so unschuldig aus, so auf der ersten Seite, ja. Wo es darum geht, einfach Daten zu nehmen und darzustellen im Endeffekt. Und auch wenn das da auf der Seite, ich zoome ein bisschen hinein, noch so, das ist eh nur eine Karte oder so, dann sind im Hintergrund die Daten von allen burgenländischen Gemeinden und von allen burgenländischen Kinderbetreuungseinrichtungen, die zusammengefasst werden, wo da dieser Indikator, der heißt, steht für Vereinbarkeit, irgendwas Familie und Beruf oder Vereinbarkeit Familie. Das müsste ja irgendwo stehen. Steht, heißt immer IF-Indikator, ja, aufgebaut ist. Und wo man das zum Beispiel sieht, dass da doch einiges dahinter ist, wenn man auf Betreuungseinrichtungen klickt und nachher hat man die 7 Bezirke und dann auf Eisenstadt und Umgebung, dann haben wir da jetzt alle Gemeinden. Und das Schöne, finde ich, ist, ich habe da oben auch eine URL, wo das drinnen ist. Das heißt, wenn ich sage, hey, welche Kindergärten gibt es in Schützen um Gebirge, dann kann ich diese URL nehmen und dem anderen schicken. Und bei jedem Klick, den ich da jetzt mache, ja, seht ihr, dass oben sich die URL ändert. Und was euch vielleicht auch, das ist jetzt eine fertige Seite, was euch vielleicht auch aufgefallen ist, dass sie doch relativ schnell ist. Und das ist dieser Unique Selling Point ein bisschen oder das, was so super toll ist, da in den Netzwerkbereich gehen. Nö. Achso, ja. Dann deaktiviere ich einmal den Cache und lade die Seite neu. Dann seht ihr, da wird schon einiges da hinten nachgeladen. Ja? Aber schaut noch einmal auf die linke Seite, wann die linke Seite erscheint. Machen wir es so, dass nicht die mobile Ansicht erscheint. So jetzt. Jetzt. Also in der Sekunde. Ja. Im Hintergrund lädt er dann die Inhalte nach für die anderen Seiten. Wenn ich jetzt da oben auf WIF-Indikator klicke, ist das da. Da ist kein Roundtrip mehr zum Server notwendig. Ich kann da drinnen navigieren und ich werde keine Wartezeit haben. Und das macht das Besondere dahinter aus. Und es sind sehr viele Seiten da dahinter. Ja. Man kann, achso, es ist jetzt nicht im Development-Mode, das heißt, ich sehe nicht die Liste aller Seiten, aber es sind halt für alle Kriterien in den, für, und vor allem für alle Betreuungseinrichtungen, für alle Gemeinden sind da im Hintergrund Seiten angelegt. Egal wo ich hinklicke, das ist sofort da. Das ist irgendwie das Schöne und Besondere. Und ich sagte ja, dass auch SVG vorkommt. Diese Karten sind mit Hilfe von D3, wer das kennt, so ein Tool zum Datenvisualisieren, erstellt worden, beziehungsweise als SVG-Elemente im React einfach angelegt worden. Wenn ich den Seitenquelltext jetzt zum Beispiel ansehe, weiß nicht mehr von welcher Seite das war, dann sehe ich da unten, da bin ich schon im SVG drinnen. Ja. Das sind lauter PATH-Anweisungen, das schaut da unpraktisch aus. Wenn wir es im Inspektor ansehen, sehen wir da die SVG-Elemente. Und von denen gibt es halt da einige. Burgenland hat ja schon einige Gemeinden. Ich meine, andere Bundesländer haben noch mehr Gemeinden, aber da sieht man eben das SVG und das ganze SVG wird eben in dem Fall auch über React einfach erzeugt und ist damit genauso schnell wie die anderen Teile. Das wegmache, zum Beispiel auch wieder auf den Indikator gehe und da das Hackerl einfach wegmache. Das braucht jetzt nur ein bisschen, damit diese Animation ist, aber es ist in der Sekunde wird es umgestellt. Also das finde ich ist das, was mir so gut gefallen hat, warum ich diese Technologie dann für dieses Projekt ausgewählt habe. Zumal ich eben schon in einem anderen Projekt mit der Erstellung von Karten betreut war. Das habe ich als fertiges Projekt übernommen mit den Technologien, die dort waren. Und da kommt als erstes immer ein Ladeindikator, weil er baut einmal die Seite auf. Dann holt er sich aus einer
dann holt er sich die Geodaten, dann holt er sich die Daten, die er darstellen soll, baut das erst zusammen und so weiter. Und hier wird das aber schon vorgerendert. Das heißt, wenn Sie in den Quelltext hineinschaut, ist diese Seite schon komplett fertig, weil das macht er ja, das macht das Gatsby schon im Vorfeld. Und die liegt als statische Seite dort und erst später werden dann die Daten dynamisch generiert, wenn ich irgendwo hinklicke. Ja, bitte? Absolute Anfängerfrage, was passiert jetzt, wenn man Webbrowser so JavaScript abschaltet? Wird das schon am Server ausgeführt, das JavaScript, und als HTML an den Browser überliefert? Oder schon gleichzeitig auch mit JavaScript das abgearbeitet? So. Kann man da JavaScript leicht ausschalten? Wer weiß das? Bitte? Das ist, JavaScript deaktivieren. Ja. So. Das Schöne ist, dass es auch halbwegs weiter funktionieren sollte. Ich meine, dieser Indikator da nicht, aber es ist jetzt ein Indikator, dass alle diese Seiten schon am Server vorgerendert worden sind. Das heißt, die Inhalte gibt es alle und deswegen funktioniert es auch so schnell und deswegen ist es auch SEO optimiert, weil die Suchmaschine geht da drauf und kriegt den fertigen Inhalt. Der muss nicht irgendwo dann warten oder beziehungsweise viele Suchmaschinen führen das JavaScript nicht aus, wo dann gar nichts daherkäme. Und das funktioniert sogar, wenn ich JavaScript ausschalte, noch ausreichend gut. Vielleicht nicht mehr alle Funktionen, aber doch. So im Großen und Ganzen, also geht mir mal nichts ab, ja. Das schaffen nämlich viele von diesen neuen Webanwendungen, die eben auch so diese progressiven Web-Apps sind, nicht. Ja? Dort ist JavaScript aus, heißt Webseite tot. Also ich habe jetzt selber genügend von diesen Webseiten entwickelt, wo ich genau weiß, die gehen nur mit JavaScript. Aber für eine statische Seite nicht, muss es ja nicht sein, dass man JavaScript braucht. Also auch diese Animationen dahinter sind alles CSS-Animationen, deswegen funktionieren sie jetzt auch noch. Okay, habt ihr noch eine Frage? Bitte. Inwiefern wird jetzt Node.js verwendet, als Webs-Applikation oder Webserver? Weil das ist der Befehl npm, ist der Node-Package-Manager? Ja, richtig. Ja, nein und ja. Also, im Entwicklungszustand, also wenn ich Gatsby Develop mache, dann rennt hier ein Node-Prozess. Ja. Und auch wenn man Gatsby Build macht, das ist dann der Befehl, um eine fertige Seite zu bauen, ist das in einem Node-Programm. Was dann rauskommt, das sind statische Inhalte, die kann ich auf meinem x-beliebigen Webhoster schicken. Also mein Webhoster hat kein Node laufen. Ja? Und dort werden sie dann ausgespielt. Das heißt, hier läuft kein Node mehr. Das war einmal. Also das ist einmal gelaufen, aber jetzt ist es der dümmste Webserver, der es sein kann. Noch eine Frage? Ich habe eh schon überzogen. Das ist hoffentlich nicht so böse. Also wir haben dieses Beispiel da gesehen. Wenn noch mehr Interesse an dem Thema besteht oder sich dafür interessiert oder in dem Bereich arbeiten will, der kann sich gerne an mich wenden. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich danke für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß bei den Linux-Wochen heute.